Hallo, liebe Deutschlernende. Ich habe eine Frage. Genau genommen zwei Fragen. Meine erste Frage ist, wie fandest du die Gedichte, die ich vorgetragen habe? Waren sie hilfreich oder findest du meine anderen Videos hilfreicher? Das ist meine erste Frage und meine zweite Frage lautet, wenn du die Gedichte gut fandest, welche anderen Gedichte möchtest du hören? Ja, vielleicht kennst du weitere deutsche Gedichte, die dir sehr gefallen haben und dann würde ich gerne diese Gedichte für dich auch vortragen. Also ich denke, Gedichte sind etwas sehr Schönes. Sie zeigen die Musikalität der deutschen Sprache. Aber natürlich sind Gedichte auch nicht jedermanns Sache. Ja, nicht jeder mag Gedichte. Und ich weiß nicht, wie hilfreich sie sind. Deswegen frage ich dich. Und ich suche nach weiteren schönen deutschen Gedichten. Vielleicht hast du auch einen Lieblingsdichter. Goethe, Schiller, weitere, ja. Vielleicht kannst du auch schreiben, von welchen Dichter du mehr Gedichte hören möchtest. Und dann werde ich versuchen, gute Gedichte von diesem Autoren, von diesem Dichter zu finden, ja. Das ist meine heutige Frage und ja, wenn dir die Gedichte gefallen haben, dann möchte ich gerne mehr davon machen, aber wenn sie nicht so hilfreich sind, dann ist das auch kein Problem. Ich habe genug Vorschläge momentan und ich bin dabei, die alle abzuarbeiten, ja, also keine Sorge, wenn du mir einen Vorschlag gemacht hast, dann habe ich ihn mir aufgeschrieben und er steht auf meiner Liste und jedes Mal, wenn ich mir überlege, was für ein Video ich mache, dann schaue ich auf meine Liste und dann wähle ich mir ein Thema aus und das heißt, du musst dich eventuell gedulden, aber früher oder später werde ich deinen Vorschlag in ein Video umsetzen. Okay, das waren die beiden Fragen. Wie gut fandest du die Gedichte und welches Gedicht möchtest du gerne hören? Okay, ich bin gespannt auf deine Antwort und du kannst vielleicht auch ein bisschen versuchen, auf Deutsch zu schreiben. Ja, es ist manchmal schwierig, aber du kannst ganz viel lernen, du kannst ganz viel üben, wenn du versuchst, diesen Kommentar auf Deutsch zu verfassen. Wenn es zu schwer ist, dann nicht, aber wenn du meinst, du kannst es schaffen, dann wäre es richtig gut, wenn du einen Kommentar auf Deutsch hinterlässt, weil es, wie gesagt, eine sehr gute Übung für dich ist. Okay, das war's für heute und wir sehen uns morgen. Tschüss!